Das kann etwa nicht umbringen, oder? Das hier? Ja. Nein, nein, wenn es sie einmal zuckt, ja, dann tut das Herz 5 Jahre länger. Dann finden wir von hier an. Jetzt gehen wir sicher einen Monat lang weiden, portionenweide. Und dann geben wir auch Tag ein frisches Feld dazu, was sie eigentlich immer im frischen Gras sind. Man muss ein bisschen auf die Höhe des Gras schauen, weil es muss eigentlich dafür auch hin, muss sicher für einen Tag länger. Durchs Weiden, durch auch Humus aufbauen. Ja, dass man nicht nur von den Böden zieht, sondern den Böden noch etwas zurückgibt. Es ist natürlich für uns da wichtig, dass wir mit den Kühen weiden können. Komm, Kieli, komm, 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 komm. Voilà. Ich gehe jetzt schön mit den Boys laufen, Mann. Schön Spaziergang da. Wir haben gutes Gras, das gut kannst Milch produzieren kann. Hier wäre es schwieriger, für, zum Ackerbau zu machen. Komm, Pieri, komm, komm, komm. Es ist wohl für die Weide gut, es ist für das Tier super. Komm, Pieri, komm. Melissa. Da. Da. Die Kuh hat Bewegung, sie ist an der frischen Luft. Sie hat riesen Platz. Das ist eigentlich das, was der Bauer will. Und ich sehe gerne, wenn die Kuh auf der Weide ist und die ist ja glücklich. Komm, geh essen! Ich tue das schon mal, Henke. So, jetzt ich komme durch mit Bauerleben. Genau.